Kapelle spielt vor dem falschen Plakat. Dies ist kein Puppentheater, oder doch? Fröhlichkeit am Tag des Bekenntnisses zur Politik, des Friedens und des Sozialismus ist angesagt. Wahltag. Auch Westkorrespondenten dürfen wählen für ihre Berichterstattung. Unter Tausenden von Wahllokalen stehen drei zur Auswahl. Wir fahren, wie alle, zum Ernst-Thälmann-Park. Der Kapellmeister ist vorbildlich in Musik und Wahlverhalten. Haben Sie gewählt oder haben Sie gefaltet, wie es in der DDR heißt? Wir haben gewählt. Das heißt, Sie haben alle Kandidaten gewählt oder haben Sie auch welche weggelassen? Nein, ich habe alle gewählt. Können Sie sich vorstellen, dass Leute nicht wählen? Und können Sie sich vorstellen, dass Leute auch Kandidaten durchstreichen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Haben Sie zufällig die Wahlkabine aufgesucht? Nein, habe ich nicht getan. Warum nicht, wenn ich fahren darf? Das war nicht nötig. Ich kannte alle Kandidaten. Beobachtungen im Wahllokal. Falten der Einheitsliste, kurzer Blick drauf, wenn überhaupt, und in die Urne damit. So die überwiegende Wahlhaltung. Akklamation höchstens statt Wahl, denn Gegenkandidaten gibt es nicht. Aber es streichen einige Wähler, vor allem Jüngere, die sich auch durch Blumengruß nicht beirren lassen. Naja, das ist die Direktorin von der Schule von meiner Schwester. Und ja, ich bin nämlich einverstanden, was die da eben an der Schule eben so macht. Und deshalb habe ich den gestrichen. Die Streichungen sind das Interessanteste an der Wahl. Die Lokalleiterin gibt Auskunft. Wann ist denn eine Stimme ungültig? Wenn alles gestrichen ist. Wenn alles gestrichen ist? Genau. Ja, das heißt also, wenn ein Kandidat durchgestrichen ist, ändert das an der Gültigkeit der Stimme nichts. Nein. Warum ist das so, nochmal gefragt? Das sind die Bestimmungen vom Wahlgesetz. Widerspruch regt sich auf der Bank der politischen Beobachter, Delegierte von Partei und Staatsjugend. Also jede Stimme ist gültig, die abgegeben wird. Und wenn nicht auf dem Wahlzettel vom Wählenden der Vermerk steht, ungültig, oder wenn sie zerrissen ist oder zerknüllt, also unbrauchbar gemacht. Ansonsten ist jede Stimme gültig. Und wenn darauf Streichungen vorgenommen sind, dann ist das eine Gegenstimme. Das kann insgesamt erfolgen, denn es ist eben für alle auf dem Wahlzettel stehenden eine Gegenstimme oder einzeln. Und es können auch, wenn der Bürger das wünscht, Zusätze gemacht werden. Das heißt also, wenn er selber Kandidaten noch vorschlagen möchte, dann kann er die auf den Wahlzettel dazusetzen und dann ist das eine Stimme für diesen Kandidaten. Damit ist die Sache eigentlich ganz übersichtlich. Nach welcher Methode nun ausgezählt wird, das ist das Spannende an der Wahl, die sich den Anschein von größter Korrektheit gibt. Genau werden die Wählerlisten überprüft. Doch am Abend dann, nach der Auszählung, tauchen Zweifel an den Angaben von Nichtwählern, Wahlberechtigten und Wahlbeteiligung auf. Die meisten Gegenstimmen gab es nach der Tabelle im Neuen Deutschland in der Stadt Plauen. 3,82%. In Berlin-Weißensee stimmten 2,35% gegen die Liste. Es waren sicher mehr. Trotzdem, die DDR-Medien jubeln. Als klares Votum für den Sozialismus wird das Ergebnis der Wahl gefeiert. 98,85% der Ja-Stimmen, dieser Erfolg schon in den Schlagzeilen. Dass dieses Ergebnis rund 1% schlechter für die Einheitsliste ausgefallen ist als bei der vergangenen Wahl, wird nicht erwähnt.